Jetzt hoffe ich mal, dass das so klappt. Wieso, was denn? Ja, wieder keine Möhren mehr anscheinend. Wollen wir mal gucken, ob wir den irgendwie hier reingelockt bekommen. Unser Freund, das Schwein. Ah, super, hier ist eine Lücke. Ich finde das, dass man das perspektivisch nicht einwandfrei sieht. Na, ist das dicht, ist das nicht dicht? So. Ich hoffe, das ist jetzt dicht. Ich weiß immer noch nicht sicher. Nee, hier nicht. Oh, ja, ich könnte wirklich was zu essen vertragen. Okay. Tja. So, jetzt kommt es drauf an, ob Maxi hier raus will. Noch mehr Holzkohle brauche ich nicht. Das sieht jetzt eigentlich ganz gut so aus. Arbeiten. Machen wir ab, bis die fertig sind, bevor wir gucken, ob wir noch was aufrüsten können. Sollten wir eigentlich können. Gucken wir lieber mal nach Maxi.
müssen ja auch noch eine Verteidigung bauen. Muss man ja auch sagen. Na, gucken wir erstmal nach Maxi. Ah ja. Bin schon ein gutes Stück weiter nach vorne gelaufen. Ich habe kein Holz mehr. Super. Also er ist schon mal ein Stückchen weiter Richtung eigentlichen neuen Zuhause. Das ist schon mal gut. Was brauchen wir denn jetzt um diese Spitzdinger? Da brauchen wir auch Kernholz für. Kernholz haben wir, glaube ich, eine ganze Reihe auf Lager. Wenn ich mich da nicht entsinne. Genau, da ist Kernholz und sogar noch eine ganze Reihe auf Lager, wie ich gesagt habe. So, mach Maxi. Ist schon ein Stückchen weiter nach vorne, aber nicht wesentlich.
schon wieder kein Holz. Nerv. Ein bisschen enger schnüren. Er geht er jetzt in die Richtung. So und so. So. Sehr schön. Es wird. So, also. Gott, habe ich viel Gerste. Fuck die Henne. Nur ein bisschen Platz schaffen hier. Ich hoffe, dass es zu was nütze. Mal gucken, was unsere Plantage macht. Ja, gut, noch nicht. Halt mir Stress an die Sache. Braucht uns nicht zu interessieren. Wo das Schweinchen ist. Na, bis hier ist es noch nicht.
aber nichts mehr zum Verarbeiten. Nein, wir sind durch. Cool. Dann machen wir, glaube ich, nur eine Ladung Holzkohle. Noch weiter rein. Ich muss mir den jetzt holen, weil ich natürlich aufpassen muss, dass nicht die nicht unser Gehege überfallen, weil jetzt ist ja der Tor offen. Das heißt, wir sind ja auf der Stelle so ein bisschen ungeschützt. So. Den letzten Barren wegbringen. Dann müssen wir an der Verteidigung natürlich weiterarbeiten. Holen wir später. Ich habe ja eben doch ziemlich viele Verteidigung eingerissen hier.
mir, du wirst mich noch viel lieber haben, wenn du in der neuen Heimat bist. Kann ich dir auch viel öfter streicheln. Ja, aber es ist Zeit, die Aufnahme zu beenden. Von daher, ich danke euch fürs Zuschauen. Eine Folge machen wir heute noch. Und ja, dann sehen wir uns erst nächste Woche Mittwoch wieder. Nicht zu vergessen, Save the Date, Twitch live, ab jetzt immer Mittwochs anstatt Sonntags. Jo, bis gleich, aber nochmal, eine Folge gibt's noch. Ne? Hallo und willkommen zurück zu... Maxi will nicht zu Hause rein. Was ich dann noch machen soll? Er kann ja nicht weg. Vielleicht sieht er das große Gehege und hat keinen Bock da auf diesen Gang. Ich weiß es nicht. Die Programmierung sieht das nicht vor. Ich weiß es nicht. Naja. Erstmal, wir sind ja beschäftigt mit Verteidigung bauen. Von daher. Und darauf warten, dass der Flachs Kernholz fehlt. Okay. Dass der Flachs fertig gewachsen ist. Das haben wir auch alle verarbeitet. So. Wo was die Plantage macht. Da blüht noch nix. Da blüht noch nix. Das dauert noch was. Erst blüht es und dann ist es ja reif. Ich frage mich immer noch, wo meine Spitzhacke ist. Habe ich die auf Versehen in den Vernichter getan? Das könnte ja sein. Steht schon wieder Holz. Maxi macht. Oh, Maxi ist nicht mehr hier.
wäre schön.